Was soll ich jetzt machen? Genau. Die Rinderfarm. Dafür braucht man. Ja. Wie viel haben wir hier? Ja, können wir noch ein bisschen. Wo ist mein Flaggschiff? Auf dem Weg zu Northburg. Weil ich so eine Urkunde brauche, um Kaffee anzubauen. Hast du mir eben. War. Hier hat jemand gerade eingekauft, kann das sein? Ich habe jetzt so viel Holz verloren. Egal. Schmeißen wir die Holzfällerhütten wieder an. So. Und du fährst rüber zum Dönergeschäft. Und dann machen wir da unsere Fleischerei auf. Dann sind unsere Adligen auch zufrieden. Spazieren sie übers Feld. Aber wie hoch das Gras auch ist, musst du dir mal angucken. Das geht ihnen ja bis zum Bauch. Ja gut, ist Wildnis, ne? Dass sie nicht regelmäßig ein Rasenmäher drüber fährt, ist irgendwie logisch. Ein Rasenmäher sowieso nicht, ne? Ja, wer weiß. Die sind fortschrittlicher, als wir glauben. So, Ben, bei dir ist Holz auch schon wieder. Ich schmeiß mal deine Holzfällerhütten auch mal an. Du klaust mir Holz und deine Holzfällerhütten sind stillgelegt. Bei dir wollen haufenweise Typen. Ja, lass ihn mal. Also, solange sie nicht aufstellen, kannst du sie ja ruhig auf ausgeglichen machen. Dann kriegen wir wenigstens Geld. Mehr Geld. So, was meckerst du hier schon wieder rum? Achso, Ziege sind voll? Nee. Also ich glaube, wir haben jetzt gleich einige Indigo-Plantagen. Na, nicht übertreiben, Ben. Ja. So, ist der Kleine drüben? Der Kleine ist drüben. Okay. Das dürfte jetzt erstmal reichen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht Indigo-Plantagen. 5 Rinderställe? Die sind da so groß, ne? Boah, davon 5? 1, 2, 3, Ich 4. kaufe mir mal wieder so eine komische Urkunde, ja? Ja, ist okay. Soll ich die Seile verkaufen, die auf dem Schiff sind? Warte mal. Wie viel sind da drauf? Nee, 32. bring mal her. Okay. Hast du da ein kleines Lagerhaus? Schon möglich? Das gefällt mir. Ja, mir auch. Das gefällt mir auch. Kriegen wir hier 5 hin? 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Okay. Ich würde sagen, ein noch. Eins geht noch. Wo baust du? Ich baue gerade auf dem Dönergeschäft. Hier meine Rinderfarmen an, die auch so sau viel kosten, ey. Muss jetzt nochmal 3, das sollte reichen. Boah, jetzt habe ich nicht mehr genug Holz. Boah, leck mich doch. Ja gut, dann halt nochmal zurück. Müssen wir ein bisschen Holz holen. Ihr wollt alle aufsteigen, naja gut. Bitteschön. Das ist eigentlich auch gar nicht so leicht, immer alles im Überblick zu behalten, weil manchmal geht das so schnell, dass ein Rohstoff fehlt und schon! Ist denn Aufstand da? Aber ich hätte gerne noch ein paar mehr Adlige, wenn ich ehrlich bin. Die Geschäfte laufen, aber mehr schlecht als recht. Darf ich mir diese Sachen von den Adligen freischalten? Bitte was? Bei dem Lord? Diese Urkunde, die er da hat? Ach so, ja, klar. Saatgut Trauben, siehst du, Trauben brauchen wir auch noch. So kann man auch schon mal 1000 ruhmlos werden, ne? Was? 1000? Ja.
Oh, so in der Art. Ja, wir haben noch 295. Noch und 295. Finde den Fehler. Holz. Ja, Adlige. Boah, die wollen 3 Glas haben, um aufzusteigen. Finde ich voll extrem. Hier ist schon wieder ein verrußtes Haus, ey, das ist ja Wahnsinn. Zum Glück haben wir und volle Baukostenrückerstattung. Ansonsten hätte ich schon lange ein Problem. Kann man eigentlich ins Minusgeschäft gehen? Ja, ne? Oder? Nee, geht glaube ich nicht. Nee, dann kann man nichts bauen. Los, Schiffchen. Ach, da bist du ja. So, dann bauen wir hier mal... Ja, ich weiß nicht. Wie viele Felder... Ich baue mal 2 Schlachtereien. Mal sehen, ob das reicht. Also das Flaggschiff ist schon echt schnell, ne? Schon möglich? Wo ist es denn gerade? Auf dem Weg zum Sultan. Oder nie. Der hat schon ein großes Handelsschiff, ist ja Wahnsinn. Wer? Der Live. Ich könnte, glaube ich, auch mal bald eine große Werft bauen hier. Eine große Werft kostet 46 Ziegel. Aber egal. Ist ja nur eine einmalige Investition und das bauen wir mal. Und schon sind wir... Ein großes Handelsschiff, 60 Holz. Ein gutes Geschäft. Wie viele Holzfällerhütten habe ich denn? Ist er um 2 Stufen aufgestiegen? Ja, wir sind jetzt auch Berater des Großviziers. Ja, ist ja auch ganz nett. Locker mal den ganzen Ruhm verprasst. Da können wir uns eine orientalische Festung kaufen. Könnten wir, tun wir aber nicht. Ja, ich weiß. 11.500! Dann wehr sie ab, die kommen ja erst irgendwann später. Ja, aber wenn sie kommen, dann machen die Randale und ich will jetzt nicht unbedingt, Was heißt Randale? Die blockieren vielleicht maximal ein Gebäude. Nee, kommt auf an, wo sie sich ansiedeln. Die können haufenweise, Produktionsgebäude anhalten. Naja. 11.000, Fabius, wir brauchen das Geld. Nee, noch nehm's an. Jetzt bin ich gespannt auf die Patricia. Hä? Ich hab doch ein Armenhaus gebaut, oder bin ich jetzt doof? Ja, aber die finden das doch nicht toll, wenn du die da aufnimmst. Ich baue mein Armenhaus hier hin. Ach, hier kann ich nicht mal Kaffee anbauen auf dem Ding. Da auch nicht. Nee, jetzt hab ich doch, ich hab schon ein Armenhaus. Wo ist denn das andere? Du hast dein Armenhaus abgerissen? Ach hier. Na gut. Ich hab mein Herz für die Adligen und baue mal nicht unbedingt mitten in derer Domizilen Armenhaus. Das kommt hier hin. Ja jetzt, Bettler, halt das Hals, Mund! Aber Adligen haben die anderen Bäden noch nicht, oder? Warte. Schaut noch nicht so aus, ne? Ne, nur Patricia. Okay. Also zumindest der Live, ich weiß nicht, der Wilhelm, ich guck mal. Ne, der hat auch bisher nur Patricia. Aber dafür haben sie Bergfried. Und ja, der Wilhelm hat sich natürlich auch mal ein Schloss gebaut. Echt? Ja, aber tatsächlich. Das sieht aber nicht hübsch aus. Diesen einzelnen Gebäuden. Was soll man mit diesem Haus? Das bringt doch nichts. Nee, es ist halt nur Prestige. Es sieht halt schick aus, ne? Boah.
Aber halt nicht, wenn man so hässlich baut, ne? Ja, der Live hat sich auch eins gebaut. Aber bisher nur ein Gebäude. Ja, die haben ja. Die wissen wohl nicht, wohin mit ihrem Geld. Werde ich gleich mal anschnorren hier. Sollen sie mir geben? Danke. 9000 krieg ich mir jetzt schon von denen. Ja! 18.000 abgegriffen. Bin ich ein King. Mist. Aber die klingen immer ein bisschen eingeschüchtert. Kann das sein? Nochmal ein bisschen rumverprasst. Jetzt haben wir wieder gut Geld. Okay. Die Leute klingen immer ein bisschen eingeschüchtert. Und ich kann euch sagen, später so, ne, wenn man die so richtig schön unter Druck setzt und dann einmarschiert bei denen und alles niedermacht, boah, das wird nochmal lustig. Das werden wir auf jeden Fall auch noch machen, aber erst, wenn das ja alles so gesichert ist und dann, wenn wir alle Bedürfnisse der Adligen erfüllt haben und so. Fleisch sollte da jetzt schon produziert werden. Du wirst den Bude ist krank. Da musst du, glaube ich, ein Medikus, ne? Ja. Also ich glaube, über deine Stadt kommen alle Plagen, ne? Ich glaube auch. Bei mir ist bisher noch nichts passiert. Niemand krank, kein Brand. Hast du den Bündner? Zugestimmt. Oh mein Gott, er singt. Ah, kann ich ihn wegklicken? Ja, das überlegt. Die brauchen Sohle! Das wusste ich gar nicht. Und natürlich habe ich hier kein Sohle vorkommen. Ach, Kacke, ey. Toll, kann ich das alles wieder abreißen. Boah, stimmt ja. Na gut, dann. Weg damit, weg damit. Da muss ich jetzt aber mal ein kleines Schiff herholen, weil ansonsten, glaube ich, gehen uns Rohstoffe verloren. Kacke, ey. Ja, wir müssen noch eine neue Insel besiedeln. Weil die haben uns alle Inseln in der Nähe weggenommen, wo Kaffee drauf ist. Tja, Ben, das ist nicht mein Problem. Darum müsstest du dich eigentlich kümmern. Kann man nicht auch irgendwie den Rohstoff noch anpflanzen? Da kannst du dann. Ja, aber den haben sie gerade nicht. Ich kann mich natürlich auf seine Insel setzen, aber das findet er immer nicht so toll. Nee, das stimmt. Ja, Ben, dann musst du gucken. Wir können dir natürlich auch eine Insel abkaufen. Warum hast du denn bitte schon Ton auf deiner Insel angebaut? Weil ich das brauche. Ton? Ton hättest du nun wirklich woanders machen können. Dann kann ich ja noch abnehmen, ne? Echt? Ja. Dann würde ich das machen, weil du kannst auf deiner Burgerfabrik kannst du auch Ton anbauen. So, jetzt habe ich wieder ganz vergessen, was ich machen wollte. Genau. Hier, du solltest einladen. So, jetzt reißen wir das hier alles ab. So, das war's dann auch mit den Rindern. Was können wir hier lassen? Die Ziege können wir mal hier lassen. Dafür nehme ich mal hier die Rinder mit. Davon haben wir jetzt hier immer noch schon mal 19. Ja gut, dann muss ich das leider auf der Hauptinsel anbauen. Vorerst. Und noch ein Solo-Vorkommen wäre eigentlich gar nicht schlecht. Das Item wird dann aber zerstört, ne? Wenn ich es jetzt hier rausnehme. Na, möchtest du lieber Ton anbauen oder lieber Kaffee? Okay. Verändert. So, gut, dann produzieren wir hier nochmal Sohle. Ja, dann muss ich jetzt hier meine Rinderfarm wieder hinbauen. Was ich ja nicht so toll finde, aber... Ja, das läuft hier. Das läuft. Habe ich eigentlich bloß eine Werkzeugding? Ja, ne? Ja.
Oh, ich könnte mir schon ein großes Handelsschiff bauen. Aber nein, noch nicht. Oder uns. Tut mir leid. Okay, Ben, dann schauen wir mal bei Ben. Holz und Werkzeuge sind voll. Das heißt, wir verkaufen hier auch gleich mal nochmal Werkzeuge. Und ansonsten... Boah, Ziegel voll, Eisen voll. Na, nimm dir ruhig, was? Du hast keine Teppiche, Ben. Das finde ich warm, warm. Du hast sau viel Seide, sau viel Indigo. Warum hast du keine Teppiche? Was ist denn? Bauen wir noch eine Teppichknüpferei? Okay. Weil du hast genug von beiden und das müsste eigentlich gut laufen. Ja. Für was brauchst du